Willkommen hier zurück wieder zu Assassin's Creed 3. Ich bin's, euer Sperrus. Und jetzt wird es ganz spannend. Ich drücke einfach auf Fortsetzen und dann sehen wir, was jetzt passiert. Wir werden hier an dieser wütenden Meute entlanglaufen. Und jetzt? Geht es an den Galgen oder was wird passieren? Oh. Zum Glück gibt es da diese Wachposten links und rechts, sonst würde die wütende Meute. Oh, was ist denn da oben? Die gefallen mir alle ganz und gar nicht, was da hier so abgeht. Naja, sehen wir einfach. Ah ja. Ich vermute doch, dass wir hier heute noch nicht hängen werden. Von dem, was ich jetzt so gesehen habe, als ich da lang gelaufen bin. Du bist nicht allein. Gib uns Zeichen, wenn du uns machst. Vergesst nicht, ihr müsst Hütten stoppen. Er ist am Ort. Hör mit dir. Wollen doch pünktlich sein, oder nicht? Musst du ja. Für den Hellspiel nicht wollen? Du und Georgie Bon, jetzt siehst du, was du davon hast. Holzer, sonst als nichts. Naja, wir werden ja noch sehen, was jetzt hier passiert. Die Leute wollen mich alle hängen sehen. Naja. Brüder, Schwestern, ihr könnt euren Gehangenen haben, aber nicht mich. Vor kurzem erfuhren wir nicht von einem Connor. So böse, so niederträchtig, dass es mich anekelt, davon zu berichten. Und der labert wieder irgendwelche Lügengeschichten. Anschlag auf unseren geliebten General. In der Tat. Seine Ah ja, da hinten ist wieder einer umgekippt. Verrückte Motive sind unklar. Und er verteidigt sich nicht einmal, zeigt keine Reue. Doch obwohl wir ihn baten und anflehen, sein Wissen mit uns zu teilen, schweigt er weiterhin wie ein Grab. Naja. Wenn der Mann sich uns nicht erinnert, man kann durch den Stoff durchsehen, wie praktisch. Und, Reue zeigt, welche Wahl haben und er atmet wie Darth Vader. Er hatte vor uns, an unsere Feinde auszuliefern. Nein, wir hatten das eigentlich ja nicht vor, aber es gibt ja immer diese Lügner. Charles Lee. Und jetzt? Ah ja, wir hängen wohl gerade. Ah ja, was war das jetzt? Muss Hickey stoppen. Los! Ah ja. Was ist jetzt? Okay, müssen wir jetzt dem hinterher rennen? Ah, Zeitlupe. Okay, sehr schön. Zeitlupe. Wo ist denn George Washington? Da vorne. Du bist tot. Und wir wollten George Washington garantiert nicht töten. Verdammt. Ich dachte, ich würde noch einen weiteren Tag leben. Tja, das war's dann wohl. Ich will antworten. Warum wollte Johnson das Land meines Volkes kaufen? Was sollte Pitcairns Angriff auf Adams und Hancock? Welchem Zweck hätte der Tod Washingtons gedient? Warum unterstützt euer Orden die Briten? Was weiß denn ich? Die Templer? Lee? Der große Mann Haytham? Die haben das Geld. Die haben ja die Macht. Aber wieso die Deshalb Briten? Stand ich auf ihrer Seite. Das ist der einzige Grund. Sicher, die haben eine Art von Vision für die Zukunft. Das war mir aber völlig egal. Die können ihre Lieder über Menschen und ihre Sorgen singen. Die können ihre Pläne schmieden und Fallen aufstellen. Das geht mich nichts an. Sie zahlten, also sagte ich ja. Ein Söldner also. Hab nicht extra gefragt, wen oder wie oder warum.
War mir gleich. Du hast dich auf die Seite von Männern gestellt, die uns unserer Menschlichkeit berauben. Nur weil es profitabler war? Warum auch sonst? Ich bin doch kein Narr und gebe alles auf und nur aus Prinzip. Was im Prinzip denn überhaupt? Kannst du sie auf die Bank bringen? Nein. Auf die Bank nicht. Sieh mich doch nicht so an. Wir sind verschieden, du und ich. Du bist ein blinder Narr, der immer das Licht einfangen will. Und ich bin eher ein Kerl, der nichts mehr mag als ein Bier in der einen Hand und eine Titte in der anderen. Weißt du, Bursche? Ich kann haben, was ich mag. Hatte es auch. Du? Deine Hände bleiben immer leer. Aber sie werden es nicht immer. Rührt euch, Männer! Rührt euch! Auweia. Was wollen die ganzen Leute? Ich sagte, runter mit den verdammten Waffen! Der Mann ist ein Held! Der General kann manchmal so verdammt stur sein. Schwachsinn, sagte er, als wir ihn warnten, dass so etwas passieren würde. Schwachsinn! Hör auf. Er wollte den Commander ermorden. Hätte beinahe auch dich getötet. Er war ein Taugenichts. Und doch ein Mensch. Ich sehe schon, du bist konsequent. Wo ist Bursche? Aus. Ich muss sofort mit ihm reden. Er ist gegangen, nachdem deine Hinrichtung missglückt war. Vermutlich ist er bereits nach Philadelphia aufgebrochen. Das wäre Philadelphia. Ich auch. Stimmt was nicht? Er ist noch in Gefahr. Hickey handelte nicht allein. Scheint wohl überzeugend zu sein. Gut, dann haben wir diese öffentliche Hinrichtung auch überlebt. Sehr schön. Was war eigentlich das zweite Dings da, was wir nicht geschafft haben? Neue Spezialmontur im Herrenhaus verfügbar. Sehr schön. Was auch immer das sein wird. Wir werden es bestimmt irgendwann herausfinden. Es ist beeindruckend, was du alles erreicht hast. Ist das ein Kompliment? Zum Ziel verringern, welches Ziel denn? Sicher, dass alles tragisch enden wird, aber so weit gekommen zu sein. Beeindruckend. Immer noch der Pessimist. Mehr als ich erwartet hätte. Das Volk sehnte sich nach Freiheit, doch fürchtete danach zu greifen. Diese Furcht ist nun besiegt. Ja. Dank dir. Nein. Wir mal wieder. Das schafften sie ganz allein. Du schmälerst deinen Anteil. Aber ja. Du warst schon immer so bescheiden. Ja, wie der Bescheidene, er der Pessimist, das perfekte Team. Sag es ihm nicht. Ich muss es. Andernfalls wird er nie sicher sein. Die Unwissenheit schützt ihn. Wenn du Zweifel in ihm wächst, drohst du sein Vorhaben ins Wanken zu bringen. Ah ja. Wenn Washington zaudert, schlägt Charles Lee zu, dann verursachst du das, was du zu verhindern suchst. Jage die Templer, wie es deine Pflicht ist. Aber zieh diese Männer nicht hinein. Okay. Gut für den Rat. Die Tür benutzen. Ja, wo soll ich denn sonst in den Raum? Die Tür benutzen. Philadelphia, 16. Juni 1775. Ja. Wir müssen wirklich zusammenhalten. Sonst werden wir bald in Einzelhaft gehalten. Du warst mal wieder unser Retter. Ah, wir haben den Umhang auch wieder an. Er versucht, New York zu verteidigen. Die Briten wollen es einnehmen. Ich fürchte, wir müssen unsere Männer aus Quebec abziehen. Es ist eine Sache, sich für unabhängig zu erklären. Nun, mein Freund, müssen wir es auch sein. Unabhängig sein. Ah ja. Okay. Sequenz 8 beendet. Mal wieder eine neue Sequenz beendet. Okay. Es fällt mal wieder alles zusammen. Und wir haben einen Ladebildschirm. Und wir sind wieder raus. Alles in Ordnung? Sean hat eine zweite Energiequelle gefunden. Ich bat Rebecca, uns einen Flug zu buchen. Energiequelle. Brasilien. Brasilien. Ole. Okay. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. An wie viele Zölle sind wir gesucht? Da
das wird ja wieder gefährlich hier. Was wollen denn die ganzen wilden Leute? Schlechter Empfang. Hörst du mich? Ja, wir hören den. Ja, schön, dass das so gut funktioniert. Schätze, ich ruf zurück, wenn ich oben bin. Okay. Brasilien. Und wo lang jetzt? Wieso zur Hölle sind wir gesucht? Der sieht doch so aus da auf dem Bild wie wir. Ich geh einfach mal den Menschen da hinterher. Hier scheint es ja recht warm zu sein, wenn die hier im Bikini alle rumlaufen. Ja, Brasilien halt. Okay, nimmt immer zwei Treppen auf einmal. Ah ja. Gut. Und ich verstehe kein Wort von dem, was die Leute hier alle reden. Okay. Rennen sollten wir nicht. Hörst du mich jetzt? Laut und deutlich. Gut, jetzt wo wir aus der U-Bahn raus sind. Unseren Daten zufolge trägt das hübsche Frauchen eines Geschäftsmanns die Energiequelle um den Hals. Wir arbeiten daran, sie aufzuspüren, aber sie ist vermutlich in einer VIP-Loge. Wir sind in einem Stadion, okay, gut zu wissen. Zum Kaufen haben wir keine Zeit. Klau einfach eins. Oh Gott. Du kannst auch versuchen, dich an der Security vorbeizuschleichen. Zwei Möglichkeiten. Was machen wir? Klauen. Hinter mir sind Leute, die das sehen werden. Okay, klauen ist wohl nix. Schön, dass mir auch angezeigt wird, wo es Security oder was auch immer ist. Ja, sehr schön, wenn das nur wüsste, wo. Abstergo-Agenten, okay. Zum Glück haben die mich noch nicht gesehen. Wo ich am Anfang so unvorsichtig war. Wie will ich jetzt da reinkommen? Wieder so ein Schleichakt. Der da vorne gefällt mir nicht. Der soll in eine andere Richtung schauen. Also. Der läuft jetzt da lang. Der schaut weg. Okay. Sind wir jetzt drinnen? Okay, wo ist die VIP-Zone? Welchen Mann gesehen? Und wo ist jetzt das Ende dieser Halle? Und welches Ende? Es gibt viele Enden. Vielleicht da vorne? Oh. Die... Adlerauge, okay. Das war V, oder? Ich sehe noch nichts. Die gefallen mir nicht. Stergo-Agenten, okay. Ja, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Wo soll ich denn jetzt lang gehen? Hallo, kann mir das mal einer verraten? Kommt mal wieder eine Gruppe in die Richtung da hier. Spuren, welche Spuren denn? Ah, da vorne steht VIP, sehr schön. Hinter mir ist keiner misstrauisch, okay. Gut zu wissen. Ich komme näher. Scheiße. Noch ein Anfall.
Oh. Anderen Weg. Na, da wird's wohl nix. Aber da vorne rechts vielleicht. Ja, ich lass mich ja auch schon nicht sehen. Ist hier irgendwo was? Da oben ist auch keine Security. Okay, ist hier... Hier ist auch keine Kontrolle. Okay, und jetzt hier? Und kommen wir jetzt auf der Seite hier irgendwo runter oder müssen wir jetzt hier hoch? Nein. Na komm schon, kannst du nicht irgendwie runtergehen? Hallo, runter. Ah. Oh, ich glaube, wir müssen da hoch, oder? Ja, ich denke schon, dass wir da hoch müssen. Sehr schön. Und jetzt? Ich vermute mal, dass wir jetzt hier drinnen sind, oder? Oh. Das war die falsche Richtung. Gut. Hier oben. Ja, nur auf der anderen Seite des Stadions. Ja, ja, ja. Aber, ja. Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Das heißt, hier werde ich noch ein kleines Päuschen einlegen. Und dann gehen wir das nächste Mal hier weiter außerhalb des Animus. Ich verabschiede mich wieder. Bis dahin. Tschüss.